Die schwedische Staatsanwaltschaft stellt ihre Ermittlungen zu den Explosionen an den Erdgaspipelines Nord Stream 1 und 2 ein. Die Behörde begründet den Schritt damit, dass die schwedische Justiz nicht zuständig sei. Ein Hauptzweck der Ermittlungen habe darin bestanden, festzustellen, ob schwedische Bürger an der Tat beteiligt waren, heißt es. Dies sei zu verneinen. In Deutschland dauern die Ermittlungen indes weiter an. Mehrere Explosionen hatten im September 2022 in der Ostsee Lecks in die Nord Stream Pipelines gerissen, die für den Transport von russischem Gas nach Deutschland gebaut worden waren. Die Pipelines waren zum Zeitpunkt der Explosionen nicht in Betrieb, enthielten aber Gas. Die Explosionen ereigneten sich inmitten der Spannungen um Russlands Einmarsch in die Ukraine. Besonders Nord Stream 2 hatte bereits zuvor jahrelang für Streit gesorgt. Deutschland trieb zusammen mit Russland trotz der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim-Halbinsel im Jahr 2014 den Bau voran. Gegen den heftigen Protest der USA sowie ost- und mitteleuropäischer Staaten.